sehr zunächst für die Einladung und danke auch für die Einleitung. Ich muss aber gleich dazu sagen, da bin ich wirklich liberal beim Diskutieren. Also ich bin auf jede Form der Diskussion eingerichtet, da kann man mich nicht leicht aus dem Konzept bringen und scheue daher auch keine heftige Diskussion. Lassen Sie sich daher keinerlei Beschränkungen auferlegen, wenn Sie diskutieren wollen, dann auch dazwischen. Ich bin durchaus in der Lage, auch auf Zwischenrufe einzugehen. Ich möchte mich nur ganz kurz vorstellen für all jene, die mich vielleicht noch nicht persönlich kennen. Jahrgang 61, damit auch schon in die Jahre gekommen. Gebürtiger Vorarlberger mit Tiroler Wurzeln, Mutter der Strame Brenzer Wälderin, ein sehr, sehr widerstandsfähiges Völkchen, wie man weiß. Stamm aus batzenschwarzen Verhältnissen, von Mutterseite wie von Vaterseite. Das möchte ich in Richtung all jener sagen, die mich immer wieder gerne als Nazi diffamieren. Ich habe im Gegensatz zu manchen, die sich heute als große Antifaschisten aufspielen, keinen einzigen Nazi in der Familie gehabt, sondern einen, der in bewaffneten Widerstand erschossen wurde. Ja, das ist nicht, kann nicht jeder Antifaschist oder Berufsantifaschist von sich behaupten. Einer der größten diesbezüglich war ja der Herr Neugebauer, wer sich noch an ihn erinnert, der ja selber Sohn eines Waffen-SSlers war. Ja, das will ich ihm nicht vorwerfen, ja, aber er sollte irgendwann dann ziemlich rasch abgewöhnt, mich als Nazi zu diffamieren. Aber das ist so ein gängiges, passt hinein. Sozusagen alles, was nicht links ist, ist von vornherein einmal sozusagen ein Nazi, weil rechts ja von vornherein böse ist. Ich sage das deswegen, weil ich heute auch das Parteiprogramm der Reformkonservativen präsentiert habe, gemeinsam mit dem Dr. Rudolf Gehring. Dieses Parteiprogramm haben wir erarbeitet für eine neue politische Gruppierung, damit endlich auch das konservative Lager wieder eine politische Heimat hat. Ich habe dann Exemplare dieses Parteiprogrammentwurfs, noch ist es noch nicht beschlossen, es ist ein Entwurf, habe ich da, und dort steht unter anderem auch drinnen, dass wir für die Entkriminalisierung des Begriffes Rechts eintreten. Ja? In dem Land ist, haben wir das Gefühl, man ist also nur dann ein anständiger Mensch, wenn man links ist. Wenn man rechts ist, muss man sich schon dafür entschuldigen, dass man überhaupt auf der Welt ist. Und das ist auch so einer dieser Dinge, die wir bekämpfen wollen. Das Parteiprogramm, wie gesagt, habe ich da. Wir können dann, wenn wir wollen, noch darauf eingehen. Mir ist wichtig, dass jedenfalls die Chance, die wir jetzt vor den EU-Wahlen haben, nämlich ohne großen bürokratischen Aufwand, weil meine eigene Unterschrift für das Antreten zur EU-Wahl genügt, und mit den Möglichkeiten, die ich aufgrund meines Mitarbeiterstabes habe und mit der, sozusagen mit der Erfahrung, die ich ja doch auch mit einbringen kann, dass wir diese Chance nutzen, bei der Wahl dieses EU-Mandat zu erreichen. Denn wenn wir das EU-Mandat erreichen, wovon ich ausgehe, dann haben wir den Beweis für den Wähler, dass wir in der Lage sind, als Konservative in dem Land ein Mandat zu erreichen oder Mandate zu erreichen, weil mein Ziel wäre dann, einen Einzug in den Nationalrat zu schaffen. Das ist eigentlich das Ziel, auf das ich wirklich hinsteuern möchte. Ich sage das auch mit einem gewissen Ehrgeiz, weil wenn ich nochmal politisch durchstarte, dann würde ich schon gerne irgendwann wieder im Nationalrat landen, weil dort kann man wenigstens länger als eine Minute reden. Im EU-Parlament kriegen Sie maximal eine Minute Redezeit und Sie reden in einen leeren Saal hinein. Ja? Das ist auch eine dieser Unsitten da draußen, weil bei den Debatten sind praktisch mehr Dolmetscher im Saal anwesend auf zwei Etagen als Abgeordnete. Sie reden in einen leeren Saal hinein. Und es ist auch kein Wunder, weil die stehen dann draußen, die Redner, und lesen einen vorbereitenden Text herunter. Da gibt es eine Weltmeisterin aus Italien, das ist die Frau Angelilli, die lest herunter wie ein Maschinengewehr. Da steigen dann sogar die Dolmetscher raus, weil das wird ja in alle 24 Sprachen verdolmetscht. Und da geht es dann um die Kopfhörer dann so, ja, die Frau Abgeordnete redet zu schnell, wir können nicht mehr übersetzen, wir verstehen sie nicht mehr. Meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, die Dame der redet schon wieder zu schnell, wir können sie wieder nicht übersetzen, wir können sie immer noch nicht übersetzen. Schluss ist sie fertig mit ihrer Rede und kein Mensch hat was verstanden. Ja? Das sind lauter Autisten da draußen. Das ist ein Parlament von Autisten. Ja? Es geht keiner auf den anderen in der Debatte auch ein. Es ist ja auch keine echte Debatte, weil es auch kein echtes Parlament ist, sondern es ist im Grunde eine große Versammlung, sündteuer, mit derzeit 766 Mitgliedern, nach der EU-Wahl werden es dann wieder 754 sein, sündteure Veranstaltung von einem Parlament, das überhaupt keine Kompetenzen hat. Gott sei Dank, muss ich dazu sagen. Wenn man sich anschaut, wofür die sich einsetzen, dann ist es besser, sie werden nie Kompetenzen bekommen. Und auf das möchte ich heute eingehen. Ich habe also ein paar Beispiele mitgebracht von einer Werteordnung, von einer Werteordnung, die in der Europäischen Union herrscht. Lass uns zuerst die Frankfurter. Bitte, ja, selbstverständlich. Frankfurter? So, Herr Poppel, jetzt fängt aber meine 20-minütige Zeit von vorne an, oder? So. Also, um es auf den Punkt zu bringen. Jemand wie ich passt in Wirklichkeit nicht in dieses Milieu dort hinaus. Katholisch, pfui.
Nicht schwul, pfui. Kinder, Sex an der Zahl, pfui. Ja? Das ist alles nicht in dieses Milieu hineinpassen. Konservativ, natürlich ganz arg. Ja? Also das, und dann auch noch nicht links und nicht liberal. Ja? Das ist alles natürlich nicht in das System hineinpassen. Ich möchte das deswegen sagen, weil manche unter Ihnen werden noch in Erinnerung haben, die Volksabstimmung im Jahre 1994, als man in Österreich mit einer massiven Propagandaschlacht für den Beitritt geworben hat. Ja? Das, da hat dann zwei Drittel der Bevölkerung haben dann für den Beitritt gestimmt, von denen man übrigens kaum mehr jemanden trifft. Ich weiß gar nicht, wohin die verdutzt sind, diese zwei Drittel. Die gibt es nicht mehr. Jedenfalls ohne Folter gibt keiner mehr freiwillig zu, dass er für die Europäische Union gestimmt hat. Und diese Kampagne damals hatte unter anderem auch zum Inhalt, dass man gesagt hat, man tritt einer christlichen Wertegemeinschaft bei. Ich habe das noch in Erinnerung. Das mag es im Anfang ja auch gewesen sein. Schumann hat sicherlich gemeinsam mit Adenauer ein christliches Europa vor Augen gehabt, als sie einen Integrationsprozess begonnen haben. Aber das, was da draußen ist, ist das genaue Gegenteil von christlich. Ich weiß, was ich sage. Und am deutlichsten sehen Sie es, wenn Sie etwa hingehen zum Eingang Winston Churchill beim Straßburger Parlamentsgebäude, das übrigens zwei Merkmale hat. Der alte Teil, wenn Sie dort hingehen, haben Sie vorne gleich eine freimaurerische Steinsetzung. Das ist für jedermann erkennbar. Winkeleisen mit der Bruderkette drauf, unten die Weltkugel mit der Handreichung. Es ist also ganz eindeutig für jeden Eingeweihten sofort erkennbar. Aber Sie werden im ganzen Haus kein Kruzifix finden. Auch kein Kreuz. Es gibt nichts dergleichen, keinerlei christliche Symbolik, keinerlei Hinweis auf die christlichen Wurzeln Europas. Der einzige Hinweis biblischer Natur ist hinten das neue Gebäude, weil der Architekt es bewusst gebaut hat nach Peter Bruegels Bild Turmbau zu Babel. Ja, deswegen heißt dieses Gebäude auch der Turm und Sie können sich da drinnen wirklich verirren. Es ist also von einer derartigen künstlich erzeugten Verbautheit, dass ich wirklich schon sogar österreichische Journalisten getroffen habe, die auf dem Weg zu einer Veranstaltung waren und sich verirrt haben. Die haben dann gesagt, oh Gott sei Dank, dass ich Sie treffe, bitte können Sie mir sagen, wo das ist. Dann schließen Sie sich an, ich muss eh dorthin. Ja? Das ist wirklich tatsächlich vorgekommen, weil dieses Gebäude total die babylonische Sprachverwirrung symbolisieren soll. Das hat also dieser Architekt bewusst gemacht. Das heißt also, dort herrscht in Wirklichkeit der Ungeist und nicht der christliche Geist. Das will ich damit sagen. Ich werde auch im Laufe der Diskussion dann einige Beispiele bringen. Diese Europäische Union ist heute das, was die Gottesmutter in Fatima vorausgesagt hat. Sie ist die Reflexion der Irrtümer Russlands, die auf Europa gekommen sind. Das ist alles wahr, was sie gesagt hat. Die Gottesmutter hat diese drei Hirtenkinder in Fatima 1917 nicht angelogen. Es ist heute der Softmarxismus und all diese ganzen atheistischen und materialistischen Irrtümer, die im Marxismus vorhanden waren, die kommen alle jetzt sozusagen in einer neuen Form auf Sandpfoten daher. Sie sind nicht minder gefährlich als der offene Marxismus. Und wenn Sie sehen, welcher sozusagen Drang zum Sozialismus alleine in dem Versuch der Vergemeinschaftung der Schulden dieser ganzen Pleitestaaten innewohnt, dann sehen Sie, wie real sozialistisch das Ganze ist. Sie sehen es auch jetzt an den jüngsten Reaktionen. Ich gehe jetzt also, weil ich nur begrenzte Redezeit habe, jetzt gar nicht auf die einzelnen Themen jetzt schon ein, das können wir dann in der Diskussion machen. Aber wenn Sie sich die Reaktionen auf die Volksabstimmung vom Sonntag anschauen, in der Schweiz, das ist genau die beleidigte Reaktion der Nomenklatura, wie es in der Sowjetunion war, weil irgendein Volk in der Sowjetunion nicht pariert hat. Da waren wir beleidigt, ja, sozusagen die Glücksverordnung von oben und die Völker, die dann eine Souveränität verlangen. Es passt nicht ins Konzept. Jedes Mal, wenn die Europäische Union sich einem Plebiszit stellen muss, dann erleidet sie bei den Völkern Schiffbruch. Das heißt, es ist der Versuch, eine staatliche Organisation zu bauen, aber ohne Völker oder sogar gegen den Widerstand der Völker. Und das kann nicht funktionieren. Wenn Sie dauernd lesen, dass die Lösung der Krise, die wir haben, nicht weniger Europa, sondern mehr Europa sei, dann ist das genau Sowjetdiktion. Ja, es ist das Gegenteil der Fall. Die Lösung der Krise ist nicht mehr Europa, sondern Zurückbauen Europas, Rückgabe von Souveränität an die Völker Europas. Die Völker mit an Bord holen und Abschied nehmen von der verrückten Idee, dass das ein Staat werden soll. Denn nach der Staatslehre, da brauche ich ja nur in die Runde schauen, wer hier Staatsrechtler ist,
Nach der Staatslehre gibt es drei Elemente eines Staates, die unverzichtbar sind. Es gibt ein Staatsgebiet, da kann man dann sagen, gut, das Gebiet der Europäischen Union ist Staatsgebiet. Lassen wir es gelten. Stimmt zwar auch nicht, aber lassen wir es einfach einmal gelten. Sie können ja brauchen Staatsgewalt, nehmen wir an, dass wir das haben mit den ganzen Organen, die sie die Europäische Union hat, aber Sie brauchen als drittes Element, und das ist das Wesentlichste, ein Staatsvolk. Und das ist, sind die Völker Europas mit Sicherheit nicht. Kein Mensch in Europa hat das Gefühl, dass er gemeinsam mit den Italienern, mit den Griechen und mit den Portugiesen ein Staatsvolk bildet. Niemand hat das Gefühl. Sondern ganz im Gegenteil, jeder versucht sich sozusagen aus dieser Union das Optimale für sein eigenes Land herauszuholen. Deswegen sind wir ja auch in diese Krise hineingeschlittert, die wir haben. Ja? Ich sage nur als vielleicht die Diskussion vorwegnehmend, alleine die Verschuldung Griechenlands ist ja ein Beispiel dafür, dass das System nicht funktioniert. Griechenland hat seit seinem Beitritt zur Währungsunion haben die Kredite bekommen zu Konditionen, die sie normalerweise die Deutschen gekriegt haben. Die hätten normalerweise Zinssätze zahlen müssen, aufgrund des Risikos, das ihre Volkswirtschaft ja darstellt, dass sie sich diese Kredite ja alle gar nicht hätten leisten können. Nein, sie haben aufgrund der sozusagen mitgedachten Mithaftung der Deutschen, haben sie Kredite bekommen, wie sie die Deutschen kriegen, zu niedrigen Zinssätzen. Sodass sich die Griechen verschuldet haben, auf Teufel komm raus, so als ob es keinen Morgen mehr gäbe. Und haben das Geld verteilt im Lande, da gab es sogar noch für Tote Geld, ja, über den Staat. Sie haben die höchste Beamtenquote überhaupt in der Europäischen Union. Das sind wir Österreicher mit unserer Beamtenquote ja Waisenknaben dagegen. Die haben beinahe die Hälfte der Bevölkerung haben die im öffentlichen Sektor oder paraöffentlichen Sektor angestellt gehabt. Mit dem Ergebnis, dass irgendwann einmal natürlich Schluss war mit der Verschuldung, weil sie ja nichts mehr zurückzahlen können. Daraufhin sind die Spekulationsbanken hergegangen, die ihnen vorher Gelder gegeben haben, Staatsanleihen gekauft haben, das heißt die Verschuldung der Griechen ermöglicht haben. Übrigens, das sei bei der Gelegenheit noch dazu gesagt, damals wurde Griechenland von Goldman Sachs beraten. Das ist diese große amerikanische Investmentbank, und Europachef von Goldman Sachs der Zeit war Mario Draghi. Mario Draghi ist jetzt Chef der Europäischen Zentralbank und löscht mit unserer Haftung den Brand, den er selber vorher mit angezündet hat. Das ist die Europäische Union. Ja, so läuft das Ganze. Ihr könnt noch einige weitere prominente Namen nennen, die von Goldman Sachs in die Politik entsandt wurden. Ich habe vor einigen Monaten ein Frühstück gehabt, gemeinsam mit einem sehr prominenten österreichischen Industriellen, der ein glühender Anhänger der Europäischen Union war. Dann hat er diesen Filmbeitrag auf Arte gesehen über Goldman Sachs und wie Goldman Sachs sozusagen die Politik in die Geiselhaft genommen hat. Der ist völlig zerstört bei dem Frühstück erschienen und gesagt, also er ist fassungslos, was sich hier abspielt. Das hätte er nie für möglich gehalten. Der ist völlig desillusioniert gewesen. Aber genau diese Prozesse haben stattgefunden. Und diese Prozesse haben die Strukturen dieser Union ermöglicht. Und weil das heutige Thema des Vortrages ja heißt, was diese Werteunion anlangt, möchte ich Ihnen sagen, auch Werte sind dort in Wirklichkeit, so wie in der Sowjetunion, artifizielle Werte. Das ist so wie sozusagen wie so ersatzreligiöse Werte. Ja, sind immer die europäischen Werte. Dann fragt man nach, was sind denn die europäischen Werte? Ja? Dann kommen immer die Menschenrechte daher. Dann kommen diese ganzen sozusagen der Freizügigkeit. Ja, das ist natürlich jetzt von den Schweizern massiv bedroht, die Freizügigkeit. Die ist unverhandelbar. Ja? Das also, dann kommt die Liberalität. Ja? Haben wir dann entsprechende Auswüchse, die wir ja in den vergangenen Monaten gesehen haben. Ich meine, der Tiefpunkt dort war der Estrela, wirklich. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Es war eine portugiesische Sozialistin, die im Ausschuss und dann im Plenum sogar, im ersten Anlauf beinahe erfolgreich war, einen Bericht durchgebracht hat, der erstens bewirkt hätte, dass sich auf einmal die Europäische Union im Bereich der Kindererziehung, des Familienrechts und insbesondere natürlich des Abtreibungsrechts Zuständigkeiten arrogiert hätte, weil es ist ja ein dauernder Prozess, dass sich ja die Europäische Union permanent immer mehr Zuständigkeiten an sich reißt durch solche Beschlüsse und solche Berichte. Und dann war da drinnen wortwörtlich davon die Rede, dass es ein Menschenrecht, ein Grundrecht auf Abtreibung gibt. Größer kann man sozusagen ein Recht nicht mehr verkehren. Das Menschenrecht auf Leben, das fundamentalste Menschenrecht, ist kein Thema mehr gewesen. Sondern es gab das Recht auf Tötung eines unschuldigen menschlichen Lebens.
Das ist da drinnen vorgesehen gewesen. Und der zweite Teil, der hat sich um die Fragen der Sexualerziehung gedreht und da sind also unglaubliche Vorschläge gemacht worden der frühkindlichen Sexualerziehung in allen Pflichtschulen, in allen sozusagen Grundschulen, wo man unter anderem auch vorgeschlagen hat, dass das Ganze durch interaktiven Unterricht zwischen Erwachsenen und Kindern stattfinden soll. Das ist ein schöner euphemistischer Ersatzbegriff oder eine schöne euphemistische Umschreibung für Pädophilie und sonst gar nichts. Ja? Was soll denn das sein, wenn der Lehrer oder die Lehrerin interaktiven Sexualkundeunterricht mit den Schülern durchführt? Ja? Das ist ja grotesk. Also das sind unglaubliche Dinge, zumal dort einer da drinnen sitzt, der früherer bekannter Pädophiler war, der Herr Cohn-Bendit. Soll mir jetzt niemand sagen, dass ich deswegen ein Antisemit bin. Er ist selber damit aufgetreten und hat gesagt, im Kindergarten war es so lustig, diesen interaktiven Sexualkundeunterricht mit Kindern in Paris durchzuführen, in der Kommune. Ja? Also das sind die Figuren, die Säulenheilige dieser Europäischen Union sind. Das sind die großen Wertordnungsbestimmer, die in der Europäischen Union das Sagen haben und im Europäischen Parlament. Und dieser Estrela-Bericht konnte im ersten Anlauf, auch durch Lobbyingarbeit, das ich wirklich mit Massivität betrieben habe, zunächst fast aussichtslos, haben wir es zusammengebracht, dass man ihn noch einmal in den Ausschuss zurückgeschickt hat. Dann haben im Ausschuss die mehrheitliche Ausschussangehörigen Frauen den Bericht noch einmal ins Parlament in unveränderter Form durchgebracht, was ein Bruch der Geschäftsordnung war. Und zwar nur, weil die französischen Konservativen mitgestimmt haben. Das heißt, Teile der EVP-Fraktion haben hier mitgestimmt. Ich habe selber gesehen, wie die Abgeordneten der Sarkozy-Partei für diesen Bericht gestimmt haben. Dann kam das Ganze noch einmal zurück ins Plenum und der Bericht konnte nur verhindert werden, indem man einen Abänderungsantrag beschlossen hat oder eingebracht hat, der nur erklärt hat, dass das Ganze nicht in die Zuständigkeit der Europäischen Union fällt, sondern in die Zuständigkeit der Mitgliedsländer fällt. Das war der geringste Konsens. Hätte man den Bericht selbst abgestimmt, hätten Teile der EVP-Fraktion, vor allem aus Frankreich, für diesen Bericht gestimmt, so wie auch der Fraktionsvorsitzende Dohl von der EVP in der Präsidialkonferenz für die Aufnahme in die Tagesordnung gestimmt hat. Ja? Und dann ist selbst dieser Minimalkonsens, mit dem man den Estrela-Bericht noch einmal verhindern konnte, ist nur mit insgesamt, glaube ich, 7 Stimmen Überhang durchgegangen. Mit 7 Stimmen Überhang. Ich meine, da sieht man schon, wie weit es heruntergeschnallt hat. Ja? Wenn der Bericht selber abgestimmt worden wäre, dann wäre der durchgegangen. Die Estrela hat natürlich dann einen Tobsuchtsanfall bekommen und einen Ballkrampf im Parlament, das sage ich ganz offen dazu, den habe ich gedossen. Ja. Und die Linken haben also überhaupt nicht mehr verstanden, wie das möglich ist und haben uns natürlich ganz, ganz übel beschimpft. Aber ein paar Wochen später kommt schon die Frau Lunacek mit dem nächsten Bericht. Ja, dieser Lunacek-Bericht ist ja von einer ähnlichen Brisanz. Bitte? Sollen ja 200 Demonstranten diesen Ausschlag gegeben haben? Nein, die haben keinen Ausschlag gegeben. Der Ausschlag hat gegeben, das massive Bearbeiten der Abgeordneten mit Zuschriften. Die Demonstranten draußen, die haben wir gar nicht gesehen. Die werden so weit weggehalten, dass man sie gar nicht sieht. Sondern einen Ausschlag hat gegeben, dass man damit ihn mit. Wir haben nur mit einem organisierten Mailing. Da sieht man auch die Bedeutung des Mailverkehrs. Mit einem Direct-Mailing haben wir es zustande gebracht, dass einzelne Abgeordnete fürchten mussten, in ihren Ländern nicht mehr aufgestellt zu werden. Das war also der Grund, warum es dann insbesondere in der CDU ein Umdenken gegeben hat, weil die CDU war durchaus geneigt, dem Estrela-Bericht zuzustimmen. Und es gab auch ein Umdenken natürlich bei den Konservativen aus Italien und aus Spanien, und auch bei den irischen Konservativen, denn wenn wir gerade von den irischen Konservativen reden, ein paar Monate vorher noch hat mir ein irischer Abgeordneter aus der Questur, ich habe hier den Brief da, verboten, eine Ausstellung der Lebensschützerin im EU-Parlament zu machen. In diesem EU-Parlament wird jeder Schmarren ausgestellt, jeder Dreck wird dort ausgestellt, ja? Der kann gar nicht tief genug sein. Aber mit der Begründung, es könnte zu kontroversiellen Diskussionen im Parlament kommen, wenn die Ausstellung der Lebensschützer dort stattfindet. Ach sowas, ein Parlament mit kontroversieller Diskussion, das ist ja unglaublich. Ganz was Neues im Mutterland der Freiheit der Europäischen Union. Ja? Eine kontroversielle Diskussion. Das letzte Mal hat es eine kontroversielle Diskussion gegeben. Ein paar Jahre vorher hat nämlich tatsächlich der Lebensschützer die Ausstellung machen können, mit sozusagen für das Anliegen des
des Schutzes der Ungeborenen. Darauf ist eine ganz militante Feministin aus Frankreich mit ihrer Handtasche auf die dort anwesenden Jugendlichen losgegangen und hat sie mit ihrer Handtasche die Bilder runtergekaut. Ja? Um so etwas zu vermeiden, hat man schlicht und einfach die Ausstellung verboten. Daher war es den Lebensschützern nicht möglich, selbst über meine Einladung, auch nur eine Koje in diesem Riesengebäude zu bekommen, um dort den Lebensschutz auszustellen. Aber es passt nahtlos in die antichristliche Gesinnung dort drinnen. Ich will Ihnen ein anderes Erlebnis schildern. Wir haben vor Weihnachten eine Krippenausstellung von italienischen Abgeordneten organisiert bekommen, wo man also die Krippenmodelle präsentiert hat, die jeweils gemacht wurden für die große Krippe am Petersplatz. Ja, da gibt es immer vorher ein Modell und diese Modelle werden aufbewahrt und sind natürlich sehenswert, ja, unterschiedliche Modelle im Laufe der Jahre. Und die Abgeordneten haben das organisiert und es war der Erzbischof von Ferrara dabei, der dort eine Rede gehalten hat, in Collara, war nicht einmal in Sultane da, war nur in Collara da und, es war, und hat sein Kreuz fast wie ein Pastor auf die Seite eingesteckt gehabt, also es war nicht gleich der Kämmer, sondern man hat ihn nur am Collara erkannt, dass es überhaupt ein Kleriker ist. Auf einmal stellt sich ein Beamter des Hauses hin, ich habe in meinem gelben Ausweis natürlich gesehen, dass es ein Beamter ist, stellt sich dort hin und fängt während der Rede des Erzbischofs an, den Wüst zu beschimpfen, er soll sofort aufhören, in diesem Haus wird nicht gebetet, das ist keine Kirche, er soll sich schleichen, er soll sofort vom Rednerpult weggehen und er soll das bleiben lassen. Da war niemand da, der den Beamten etwa gemaßregelt hätte. Der hat deswegen nichts zu befürchten. Ganz im Gegenteil, der wird eher noch belobigt für seine mutige Aktion gegen sozusagen religiöse Intoleranz. Denn alles, was katholisch ist, ist ja vorwandern religiös intolerant. Ja? Religiös tolerant ist ja nur, wenn man sozusagen jeden Moslem besonders liebenswert findet und jede buddhistische Verrücktheit besonders unterstützenswert hält. Ja? Dann ist man auf einmal religiös tolerant. Da können sie sich dann gar nicht halten vor lauter Willfährigkeit gegenüber diesen Religionsvertretern. Aber in dem Moment, wo jetzt sozusagen ein katholischer Würdenträger dort auftritt, ist er der Feind, da kann er sogar von irgendeinem Beamten beschimpft werden. Ich könnte also die Zahl dieser Dinge fortsetzen. Ich will mit dem Lunacek-Bericht jetzt nur sozusagen die erste Reihe mal schließen. Der Lunacek-Bericht ist durchgegangen, wenn auch nicht in ihrer Originalfassung, sondern in einer angeblich entschärften Form, wo aber all diese Grauslichkeiten im Grunde nur etwas anders formuliert nach wie vor drinnen stehen, der als gemeinsamer Antrag der EVP, der Sozialisten, der Linksliberalen, der Grünliberalen und der Kommunisten durchgegangen ist. Ja? Ich muss allerdings zur Ehrrettung jetzt der österreichischen ÖVP-Abgeordneten sagen, dass die wenigstens den Braten gerochen haben und dagegen gestimmt haben. Aber die Fraktion, der sie angehört hat, hat diesen Antrag mit eingebracht. Und das ist natürlich mit überwältigender Mehrheit durchgegangen. Ja? Und jetzt arrangiert sich sozusagen die Union immer mehr Zuständigkeiten auch im Bereich des Familienrechts, um in Zukunft sozusagen auch das Familienbild der Europäischen Union zu oktroyieren. Und das geht natürlich davon aus, Adoptionsrecht für Homosexuelle. Das geht davon aus, dass Sonderrechte, es werden nicht Gleichberechtigung verlangt, sondern Sonderrechte werden verlangt für Homosexuelle. Und ich habe wirklich mit Genuss vorgetragen, dass selbst Schwulenverbände gegen den Lunacek-Bericht aufgetreten sind, weil die gesagt haben, wir sind ja nicht irgendeine schützenswerte sozusagen menschliche Sondergruppe aus dem Dschungel, sozusagen aus Brasilien, wo man Sonderrechte uns zubilligen muss, sozusagen wie einer geschützten Tierart. Sondern sie wollten das einfach nicht. Nein, aber das wird aus ideologischen Gründen wird das durchgepeitscht und es ist leider wie so häufig in den vergangenen 200 Jahren seit der Französischen Revolution, die Bourgeoisie knickt immer ein. Der Druck muss nur lange genug und groß genug sein, am Schluss knickt die Bourgeoisie immer ein. Und das können Sie immer wieder feststellen bei den Abstimmungen in dieser Europäischen Union. Deswegen hoffe ich, dass nach diesen Wahlen eine größere Zahl an Konservativen und auch an Gruppierungen vorhanden sein wird, die Widerstand leisten. Und das, was sich gestern abgespielt hat, möchte ich jetzt vielleicht noch zum Schluss referieren. Gestern war ein weiterer Bericht in einem Ausschuss, der kommt jetzt dann ins Plenum. Dieser Bericht ist von einer EVP-Abgeordneten eingebracht worden, von der Marietta Giannakou aus Zypern. Und der heißt Außenpolitik der Europäischen Union in einer von kulturellen und religiösen Unterschieden geprägten Welt. Daraufhin hat man unter dem Eindruck der unglaublichen der unglaublichen Massaker, die man in Syrien erlebt, vor allem, aber auch was sich in Ägypten abspielt, hat man eine Abänderungspassage versucht durchzubringen, dass man also auch ausdrückt und bekräftigt, dass man für die verfolgten christlichen Gemeinschaften in anderen Ländern eintreten soll, dass man das unterstützt.
Das ist alles abgelehnt worden. Jeder Absatz, in dem christlich vorgekommen ist, wurde sofort von der liberalen und sozialistischen und kommunistischen Mehrheit niedergestimmt und zum Teil haben sogar EVP-Abgeordnete mitgestimmt. Ist alles rausgeflogen. Ist nichts mehr drin. Ja? Ich will Ihnen das nur als Belege liefern. Ich habe Ihnen, wenn Sie wollen, weitere Belege, wo man sieht, dass selbst da, unter dem Eindruck der wirklich grauenhaften Massaker, die insbesondere derzeit die Christen in Syrien erleben, in diesem Ausmaß Gott sei Dank noch nicht in Ägypten. Gott sei Dank ist es also in Ägypten gelungen, sozusagen durch den Widerstand der Bevölkerung die Dinge noch in eine andere Richtung zu treiben. Aber und selbst unter dem Eindruck dieser grauenhaften Dinge sind sie nicht bereit, diese Europäische Union als Schutzmacht für Christen auftreten zu lassen. Im Gegenteil, sie versuchen mit der Türkei endlich ein großes muslimisches Land an Bord zu holen, um sozusagen damit klarzumachen, dass dieser Kontinent kein christlicher Kontinent sei. Das will ich sagen, um damit den Kreis zu schließen an all jene, die damals geglaubt haben, beim Beitritt im Jahre 1994, sie würden einer christlichen Wertegemeinschaft beitreten. Das ist nicht der Fall. Das wird nur dann der Fall sein, wenn die Völker Widerstand leisten und nicht mehr mitmachen. Dann, wenn diese Nomenklatura, diese Funktionärskaste, die da oben das Sagen hat, wenn man die herunterholt und austauscht, dann ist die Chance vorhanden, das Ganze wieder sozusagen dorthin zurückzuführen, wo es hingehört. Wenn das nicht gelingt, dann werden die ein ganz anderes Europa kreieren, als wir es haben wollen. Und daher lohnt es sich, diesen Kampf zu führen. Deswegen habe ich auch gesagt, müssen wir noch einmal versuchen, mit diese einmalige Chance, die wir mit den Reformkonservativen jetzt bei der EU-Wahl haben, diese Chance zu nutzen, um auch ein Signal aus Österreich zu positionieren. Und das hat schon ein bisschen Wirkung. Also man sieht schon, dass die ÖVP sehr, sehr viel vorsichtiger geworden ist bei den Abstimmungen, weil sie genau weiß, dass ich ihnen genau auf die Finger schaue und das natürlich alles sofort in Österreich propagiere. Sie sind wahnsinnig beleidigt gewesen, dass sie bei der ersten Abstimmung über den Estrela-Bericht ihr Versagen in die österreichischen Medien gegeben habe. Das ist natürlich dann durchgekommen. Seber aus Tirol hat mich sogar deswegen angefangen, also das war niederträchtig, wieso musst du das in die österreichischen Medien spielen? Ja, das ist ja quasi, das geht doch die Österreicher nichts an, wie wir abstimmen, wir sind ja EU-Abgeordnete. Und das ist diese Denke, ja. Aber sie werden vorsichtig, weil sie wissen, es ist jemand da, der ihnen auf die Finger schaut. Und das ist auch einer der Gründe, warum sie zum Beispiel jetzt beim Lunacek-Bericht sich doch anders verhalten haben. Wenn das nicht geschieht, dann laufen die Dinge aus dem Ruder. Deswegen, glaube ich, lohnt es sich anzutreten. So, ich glaube, jetzt habe ich die 20 Minuten ausgeschöpft und jetzt steigen wir in die Diskussion ein.